Servus Leute, es geht weiter mit Witcher 3 Wildhunt. Im letzten Part haben wir die Schlacht geschlagen, Kaer Morhen, wo leider auch unser Vesemir gestorben ist. Und jetzt werden wir uns hier mit Avalach beraten, was es weitergeht. Wir konnten noch nicht sprechen. Danke für deine Hilfe und deine Fürsorge für Ciri. Dank mir später. Jetzt müssen wir Cirael von hier fortbringen. Sie verstecken. Wir brauchen eine größere Streitmacht. Alle, auf die wir uns verlassen können, sind nach Kaer Morhen gekommen. Darum müssen wir die Hilfe von Feinden suchen. Magie ist die beste Verteidigung gegen die Jagd. Wir brauchen Zauberinnen, Erzmeisterinnen der Magie. Du meinst die Loge? Ja, schaut's aus. Ich vertraue der Loge kein bisschen, aber es sieht so aus, als hätten wir keine Wahl. Haben wir auch nicht. Ich habe eine Abmachung mit dem Kaiser getroffen. Im Gegenzug für ihre Hilfe erhält die Loge Amnestie und Asyl in Nilfgaard. Das ist unser Faustpfand. Triss, ich will heute aufbrechen und die Zauberinnen finden. Hilfst du mir? Natürlich. Ich weiß sogar, wo du anfangen könntest. Verdammt! Ihr plant schon wieder, ohne auch nur zu fragen, was ich denke. Mir reicht es. Ich lasse mich nicht irgendwo hinbringen wie ein Bündel. Ich sitze nicht herum und drehe Däumchen. Ich bin das Warten und das Versteckspiel leid. Genau, zwei. Du hast recht. Hast ja heute gezeigt, dass du auf dich aufpassen kannst. Es ist einfacher, jemanden zu trösten und zu hoffen, dass schon alles gut geht, als der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Cirael besitzt große Macht, die sie nicht kontrollieren kann. Sie ist eine Gefahr für sich und andere. Bis sie lernt, sie zu kontrollieren, sollte sie isoliert bleiben. Erstens, Schwachsinn. Zweitens, wenn du schon von Mut redest, sprich direkt mit mir und nicht über Geralt. Ich bin weg. Ist ganz schön zickig, Alter. Ich gehe mal hinterher. Ich gehe ihr besser nach. Warte, sie braucht Zeit. Sie muss selbst mit ihrer Trauer fertig werden. Wir sollten möglichst schnell anfangen, sie auszubilden. Sie muss lernen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Ist es wirklich nötig, sie auszubilden? Du hast gesehen, was passiert ist. Sie könnte eine größere Bedrohung als die Jagd darstellen. Gut, wir bleiben noch eine Weile hier. Dann kommen wir zu dir und Triss nach Novigrad. Wir treffen uns in Rittersporns Taverne. Los, Jen. Je schneller wir aufbrechen, desto besser. Bis dann. Okay, was heißt das jetzt für uns? Es geht nicht. Siehst du das nicht? Du willst aufgeben? Nach nur 8 Versuchen? Cirael. Wie oft muss ich's denn versuchen? So oft wie nötig. Aber ich mache keine Fortschritte. Wir machen später weiter. Ist halt alles nicht so einfach. Als du das erste Mal die Spur versucht hast, bist du auch nicht weit gekommen. Geralt, bitte. Nicht jetzt. Verglichen damit ist die Spur ein Spaziergang. Aber darum geht es nicht. Sondern? Avalach sagt, ich werde es erst schaffen, wenn ich aufhöre, an den Kampf zu denken. Aber ich kann im Moment einfach nicht an kleine Kätzchen und Vanillepudding denken. Schon mal probiert, das geht ja immer. Wie machst du das? Was denn? Dich immer unter Kontrolle zu haben. Immer konzentriert zu sein, egal was passiert. Es gibt eine bestimmte alte Methode. Vesemir hat sie mir beigebracht. Und Barmin hat sie ihm beigebracht. Bringst du mich in die Berge und lässt mich Schierling trinken? Die Droiden von Skellige setzen sie seit Jahrhunderten ein. Funktioniert immer. Hey!
Okay, was wird das jetzt? Das wirst du bereuen. Schneeballschlacht. Hey, das ist unfair. Nulpe! Das werden wir ja sehen. Fang mich doch! Guter Wurf! Wie mache ich Schneebälle? Okay. Okay, mit C. Wie kriege ich jetzt neue Schneebälle? Jetzt bist du fällig. Alter, das ist auch unfair, die kann sich teleportieren. Nein, wirst du nicht. Hey, das ist unfair. Alter, du teleportierst du doch hier hin und her. Oh, ich werde dich vernichten. Und zack. Hey, das ist unfair. Und der nächste. Jetzt bist du fällig. Und der letzte. Du hattest recht. Es funktioniert tatsächlich. Danke. Freut mich, wenn ich helfen kann. Und was jetzt? Ich schau mal, wo unser lieber Wissender ist. Die Schneeballschlacht ist immer das Beste. Oh, bitte hinten noch eine gegen den Kopf. Langweilig. Geralt? Geralt! Wach auf! Was ist los? Steh auf, wir müssen gehen. Ich habe die Pferde gesattelt. Ciri, es ist noch dunkel. Wo willst du denn hin? Nach Velen, zum Kahlen Berg. In ein paar Tagen ist Hexensabbat. Und rate mal, wer als Ehrengast eingeladen ist. Okay, jetzt kommen wir ganz mit. Keine Ahnung. Klär mich auf. Imlerit. Das ist eine einmalige Chance, ihn zu kriegen. Wo hast du das denn her? Was ist denn in dich gefahren? Ich muss Wesemir rächen. Der Sabbat. Das ist die Gelegenheit. Imlerit wird betrunken sein und mit seinen Leuten feiern. Er wird nicht mit einem Angriff rechnen. Ciri. Weißt du auch wirklich, worauf du dich da einlässt? Ja, und ich muss es tun. Komm, wir reden unterwegs. Okay, ist wurscht. Geh vor. Ich hab keinen Bock auf die Unterstützung des Dreckskaisers. Gehen wir. Nach der Schlacht von Kaer Morhen leckten die Verteidiger ihre Wunden und Ciri begann ihre Rache zu planen. Eines Nachts weckte sie Geralt und drängte ihn, mit ihr nach Velen zu gehen. Sie wusste, dass sie Imlerit dort auf dem Kahlen Berg finden würde und sie hatte beschlossen, dass er sterben musste. Sagen wir so, es fehlt einfach noch zu viel Infos aus dem ersten Teil, glaube ich, und ein bisschen so rundum Sachen. Warum ist der jetzt dort auf den Kahlen Berg? Beim Hexensauber, das hat denn das mit der wilden Jagd zu tun, ne? Lauter solche Scherze. Sonne geht langsam unter.
Die Leute auf Krähenfels haben von diesem Berg gesprochen. Art Zerbin, Heimat der Herrinnen des Waldes. Die Bauern hatten Angst herzukommen. Und der Baron hat gedacht, die Herrinnen des Waldes wären nur eine Spukgeschichte für ungezogene Kinder. Möchte wissen, wie es dem Baron geht. Er hat sich aufgehängt. Nach dem Tod seiner Frau hat er sich erhängt. Seine Tochter ist in Novigrad. Eine Schande. Okay. Das würde mich auch mal interessieren. Du meinst, wir finden Imlerit hier? Bist du sicher? Avalach hat mir von Wesen erzählt, die mit den Enelle in Verbindung stehen. Sie sind überall auf der Welt zu finden. In Velen sind es die Mumen. Imlerit war auf Eredins Geheiß hier, um den Mumen zu sagen, dass sie Augen und Ohren offen halten sollen. Für den Fall, dass Avalach in seinem Versteck in Velen Zuflucht sucht. Sie haben ihn wohl beim Wort genommen, wenn ich mir die ganzen Ohren hier im Wald so ansehe. Meinst du, Imlerit ist noch hier? Er sehnt sich nach den Freuden des Fleisches. Wein, Sex. Die Mumen umgarnen ihn, hofieren ihn. Er wird es sich nicht nehmen lassen und zum Sabbat auf dem kahlen Berg sein. Okay, jetzt bin ich gespannt. Bringen wir es hinter uns. Wir müssen auf den Gipfel. Da finden wir Imlerit. Die Bauern in Velen nennen diesen Abend das Fest der Geschenke. Ich weiß nicht warum. Ja gut, ich auch nicht. Erst einmal unser Inventar mal kontrollieren. Okay, zack, zack. Alles soweit in Ordnung. Mal, wir haben doch auch einen Levelaufstieg gehabt, oder? Müssen wir doch eigentlich theoretisch genau verfügbare Punkte haben. Muss mal interessieren, wie ich das einsetze. Okay, schauen wir mal. Avalach behauptet, dass Imlerits größte Schwäche seine Eitelkeit ist. Eitelkeit? Er will jeden Feind beeindrucken. Der andere, Karantir, soll verschwiegen und pragmatisch sein. Nicht überraschend, immerhin war er Avalachs Schüler. Okay, sind es dann Elfen, die wilde Jagd? Also ich verstehe das alles noch nicht. Soll ich schießen? Aber er ist... Lass sie doch. Aber... Sie wollen nur zum Fest. Es gehört sich nicht, sie zu verjagen. Wir sind nicht zum Feiern hier. Wir müssen auf den Berggipfel. Das Tor ist zu. Ihr könnt nicht hindurch. Aber da unten gibt's Feuer und jede Menge zu essen und trinken. Setzt euch dazu. Vielleicht kommen die Herrinnen ja dieses Jahr herunter und zeigen sich uns. Okay. Danke für die Einladung. Wir setzen uns gerne etwas hin, nicht wahr? Sprich für dich selbst. Kommt mit mir! Ich will schon mitgehen. Dieses Fest, worum geht's da überhaupt? Wieso willst du das wissen, Wanderer? Kein Grund, sich aufzuregen. Der weiße Mann hat den Herrinnen geholfen, wie wir wissen. Infos sammeln. Wir haben ihnen das ganze Jahr hindurch Geschenke gemacht und heute Nacht schenken sie uns ihren Segen. Ich habe eines eurer Geschenke an die Mumen getroffen. Wimmernd, zu Tode verängstigt und etwa 8 Jahre alt. Bleib ruhig. Eure Kinder, warum brauchen die Herrinnen sie? Das wissen wir nicht und wir fragen auch nicht. Ihr wisst es nicht? Dann verrate ich's euch. Verrat uns lieber, was ein Bauer, dessen eigene Kinder hungern, mit einem streunenden Kriegsweisen machen soll. Ihr seid nicht von hier. Urteilt nicht mit euren Gesetzen über uns. Wechseln wir das Thema. Ich habe genug gehört. Wir haben noch andere Fragen. Okay. Wir sollten gehen. Ihr wollt unbedingt zu den Herrinnen. Ich teile eure Sehnsucht. Wir brennen geradezu darauf. Komm, Geralt,
Wir müssen vor Tagesanbruch dort sein. Geht zum Zelt und sprecht mit Thekla. Sie entscheidet, wer würdig ist, vor die Herrinnen zu treten. Was für Kreaturen die Welt okay. mit einem menschlichen Schleier betreten, das weiß niemand. Wenn sie doch also Schmied, da könnte man schnell unsere Glück verticken. Oder zumindest einen Teil davon. Was denn? Zeig mir was. Viel Kohle hat er nicht, der Kerl. Können uns alte Schwert zerlegen. Okay. Bist du. Es war ein harter Winter. Die Eiche wird uns reich beschenken. Ja? Wollen wir uns da gar nicht lang aufhalten, sondern wir rennen jetzt einfach da mal durch. Guck mal, ein Kind. Nein, ein Göttling. Ich kenne ihn. Er heißt Hansi. Das ist ja toll. Du bist zurück. Und du hast ein Mädchen gefunden. Ich bin Hansi. Wir hatten schon das Vergnügen, auch wenn es etwas einseitig war. Ich habe dich laufen sehen, mit dem Rücken zu mir, als ich gerade... Ist eine lange Geschichte. Nenn mich Ciri. Schön, dich kennenzulernen. Wie steht's, Hansi? Alles bestens, keine Beschwerden. Was führt dich hierher? Such meinen Weg auf den Gipfel. Wir wollen auf den Berg. Kannst du uns helfen? Ich würde euch eher davon abraten. Aber das wäre wohl vergeblich. Das Mädchen, ist sie genauso stur wie du? Schlimmer. Sogar noch sturer. Hab ich mir schon gedacht. Der Weg zum Gipfel beginnt gleich hinter dem Tor da. Aber nur die alte Thekla hat den Schlüssel. Und da ihr den nicht kriegt, könnt ihr genauso gut umkehren. Müssen wir probieren, wir probieren. Wir müssen zum Gipfel, ganz einfach. Dann müsst ihr Thekla überreden. Sie ist zwar blind wie ein Maulwurf, aber sie ist nicht dumm. Wir wollen sie nicht hereinlegen. Ihr findet sie in dem Zelt da drüben. Ich wünsche euch Glück und hoffe, wir sehen uns wieder. Irgendwann. Der Mond geht auf die Eule. So. Wo ist die alte Schachtel? Ha. Ja. Eines Tages einer von euch ist. Es klart auf. Hm, wer ist da? Nun komm, komm näher, Mädchen. Okay. Ja, was ist das für eine? Schmale Taille, funkelnde Augen. Ein hübsches, lebhaftes Mädel. Hattest du schon mal einen Mann? Hm, vergiss es, ich kenne die Antwort. Die Dichte ist wahr. Ich wähle dich, Mädchen. In dieser Nacht wirst du die Herrinnen sehen. Wenn sie auf den Berg geht, gehe ich mit ihr. Was hat die Katze denn da eingeschleppt? Er ist grauhaarig und aderig, voll mit Narben und hat Augen wie eine Viper. Ja, stinkt nach geronnenem Blut und nach Leichen und ist alt und unfruchtbar. Ich weise dich zurück, Sonderling. Das Mädchen geht allein. Okay. Ich werde sie begleiten. Er hat Feuer. Was siehst du? Er ist entschlossen. Er liebt das Mädel, aber will es vor uns verbergen. Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht ist doch noch Leben in ihm. Laut dem alten Ritus kannst du mein Urteil anfechten. Aber dazu musst du eine Prüfung bestehen. Was für eine Prüfung, ey? Ich stelle mich der Prüfung. Komm. Jetzt bin ich gespannt. Du musst sie finden. Eine Münze aus alter Zeit. Falka prangt auf ihrer Rückseite. Daher wird sie Oren der Verächterin genannt.
Und jetzt bring mir die Münze. Können wir einfach reinspringen? Und was ist los? Natürlich haben wir unsere Frage ist natürlich jetzt. Ich will bloß nochmal auftauchen. Weil mit der Luft wird sonst fast irgendwie knapp. Scheiße, ich habe natürlich jetzt nicht den Sauerstoff voll aufladen, also die Luft voll, also die Luft auffüllen lassen komplett. Super. Okay, aber jetzt. So, jetzt suchen wir die Münze, Alter. So ein lästiger Scheiß. Vor allem, wenn wir unser Hexer sind, sollte das kein größeres Problem darstellen, die Münze hier zu finden, hoffe ich mal. Bin nur mal gespannt, wie wir da jetzt wieder hochkommen. So, jetzt schwimmen wir, Geralt. Geht ruhig, kannst ruhig ein wenig schneller schwimmen. Okay, wir können hier raus, schon mal sehr gut. Okay, was war das jetzt? Wieso hat er sein Schwert gezogen? Vor allem jetzt können wir den Mumien endlich mal die Retourkutsche geben für das, was wir im Dorf mit uns machen wollten. Hehehehe. Da bin ich jetzt schon heiß drauf. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Irgendwas ist. Wir sind zurück. Was wollt ihr? Die Münze. Ich habe die Münze, die du in den See geworfen hast. Sie riecht vermodert. Da kann ich nichts machen. Also, hältst du Wort? Das tue ich immer, mein Junge. Zeig die Münze dem Torwächter. Er weiß, was das bedeutet. Marika, mach dir das Tor auf. Geht jetzt. Das ging glatt. Du musstest ja nicht in dieser Höhle rumtauchen. Hör auf zu jammern. Du bist ein Hexer. Du hast schon in drüberen Gewässern getaucht. Ja, ich muss dir mal von dieser Zeugeljagd erzählen. Okay, Leute, machen wir jetzt aber einen kleinen Cut, weil ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da oben die abgemetzelt haben. Dann sehen wir uns im nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Ciao!